Algerien hat anderthalb Jahre nach dem Rücktritt des Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika über eine neue Verfassung abgestimmt. Rund 24 Millionen Algerier waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Befürworter sehen in den angekündigten Reformen einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Gegner befürchten jedoch eine Stärkung der Regierung und mehr Autokratie. Ich habe heute für ein neues Algerien gewählt. Ich habe dafür gestimmt, dass die alten Machenschaften für immer verschwinden, damit das Land wieder zurückkehrt zu Frieden, Harmonie, Einheit und Solidarität. Für ein neues Algerien, angeführt von seiner Jugend. Anhänger der Protestbewegung wollten die Abstimmung boykottieren. Für sie gehört der teilnehmende Präsident Tebboune zur alten Machtelite um Bouteflika. Mit ersten Ergebnissen wird an diesem Montag gerechnet.